So, hallo. Ich wollte noch einen Teil 2 nachschieben und ein paar Entschuldigungen auch loswerden. Zum ersten, ich war ziemlich übermüdet. Ich hatte also den ganzen Tag versucht, an aktuelle Informationen zu kommen, um euch eine gute Zusammenfassung zu geben. Und das hat natürlich dann bis nachts um 2 gedauert. Und da ist man natürlich dann nicht mehr so konzentriert. Und da passieren auch einige Versprecher. Das war wohl mit den meisten in je einem Video gefundenen Versprecher. Aber das ist eben so. Ihr seht, das ist live. Da ist nichts gestrickt und nichts geschnitten. Ihr könnt immer an der Uhr verfolgen, dass ich hier nichts rausschneide. Sondern das ist einem einfach so, wie ich das vortrage. Und ich habe auch jetzt kein Konzept, dass ich jetzt das da vortragen könnte. Also ich habe mir lediglich heute zwei Notizen gemacht. Das eine ist hier Scorecat und Hammer. Und da geht es darum, um eine Software, die in den Wahlautomaten installiert worden ist. Die eine dient dazu, um überhaupt in die Firmware dieser Geräte reinzukommen, ohne dass es jemand merkt. Und die Scorecard-Software rechnet aus, wie viel da noch Fake-Stimmen gebraucht werden oder ob das schon langsam zu viel sind. Und wenn da sehr viel Bewegungen drin sind, beziehungsweise die Voraussagen, die die Polster gemacht haben, eben weit vom Erwartungswert wegliegen, dann macht die Software solche Fehler. Vielleicht ist auch beabsichtigt, dass es eben dann auffällig wird. Und dazu müssten wir vielleicht erstmal was Grundsätzliches zu Signifikanzleveln sagen. Also ihr wisst ja, es gibt ja nicht erst seit gestern eine Statistik, wie viel Stimmen in einem bestimmten Wahlbezirk errungen werden, wie groß die Abweichung ist. Also das kann man über 50 Jahre zurückverfolgen. Und in dem konkreten Fall war es wohl so 0,67, also 67%, dann mal 69 und 65. Also das krabbelt so alles zwischen 60 und 70 rum. Und der Wert von 95 ist nicht etwa nur wenige Prozent daneben, sondern das ist so extrem daneben, das ist völlig unglaubwürdig. So, und jetzt kommt natürlich der Fakt dazu, dass jetzt die Anwältin vom General Flynn sich in den Fall mit reingehängt hat und zusammen mit Rudy Giuliani versuchen jetzt erstmal die ganzen Whistleblower-Angaben zu verfolgen. Da gibt es natürlich auch Störversuche von Leuten, die dann irgendwas posten, was sich dann als Ende erweist. Aber dieses Projekt Veritas und Eric Trump sind also daran, die Fälle zu sortieren nach plausibel, könnte was dran sein und Müll. So, und das wird erstmal getrennt und die wirklich gerichtsrelevanten Fälle sind eben dann priorisiert. Und soweit ich mitgekriegt habe, jetzt in News, wurde wohl Newsmax wohl einigermaßen blockiert in Deutschland, aber es sind immer noch mal kurz Zugriffe möglich von Europa. Aber man versucht also die Wahrheit so lange wie möglich zu unterdrücken, um den Leuten im Glauben zu lassen, dass Biden die Wahl gewonnen hätte. Ist natürlich Käse. Also wer sich ein bisschen im US-Recht auskennt, weiß, dass heute dieser Safe Harbor Day ist. Das ist der 8. Und hier geht es einfach um die Dokumentation der Wahlvorgänge und dann müssen im Prinzip die Berichte an den Archivar geschickt werden. Ja, das ist 3, ich habe es mal aufgeschrieben, 3 USC, Paragraph 5 und Paragraph 6. So, also wisst ihr, der US-Code, den kann man dort runterladen. In den USA ist der ja an der Universität, ich gucke mal, ich hatte jetzt vor kurzem erstmal geguckt, mal sehen, ob ich es noch aufgeschlagen habe. Ja, USC-Code, müsst ihr einfach mal gucken, dann könnt ihr das auch nachlesen, Paragraph 5. So, das heißt, heute haben diejenigen, die versucht haben, bei dieser Wahl zu betrügen, ungefähr die ehrenvolle Aufgabe, Aufzucht und Pflege eines Einhorns zu dokumentieren, ja, weil eine Sache, die nicht passiert ist oder so nicht passiert ist. Aber die Bestrafung eben dermaßen brutal und schwerwiegend ist, wenn auch nur die geringste Manipulation und Fehler da drin ist. So, und da kann man sich vorstellen, dass sie sich dort in dem Bericht um Kopf und Kragen schreiben. Und wenn das dann wirklich so drin ist, kann man das ungefähr gleichsetzen mit einer Aussage vor Gericht nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn man dort absichtlich und ich sage mal mit Vorsatz und mit List und Tücke falsche Angaben macht, dann ist das eine Kriegshandlung. Ja, und da tritt natürlich ganz andere Mechanismen ein.
Und das würde dann, wenn sie es so erwiesen hatte, dass also die Wahlleiter diesen 10 fragwürdigen Staaten falsche Angaben in die Berichte schreiben, dann könnte das als Kriegshandlung ausgelegt werden. Und das würde dann dazu führen, dass für diese 10 Bundesstaaten der Notstand verhängt wird. Und dann würde die Nationalgarde und die Homeland Security die Zäunung selber verantworten. Das würde dann bedeuten, dass die jeweiligen Gouverneure oder auch Verantwortlichen per Notstandsrecht die Befugnisse entzogen werden, weil man dann annehmen muss, dass sie Teil einer Verschwörung gegen Trump sind. Aber das müsste natürlich begründet werden. Die Beweise dafür würden sicherlich ausreichen. Die Frage ist nur, ob die Suche oder die Dokumentation eines falschen Ereignisses nicht viel mehr Schaden anrichtet als das eigentliche Ereignis. Also ob die Dokumentation des Übels mehr Übel anrichtet als das Übel selbst. Und das ist eben an diesem Safe Harbor Day die Gefahr. Und zwar für alle beiden. Man muss es überlegen, besteht eine grundsätzliche Unmöglichkeit, dass an diesem Tag ein korrektes Wahlergebnis erzielt worden ist. Das ist also genau dann der Fall, wenn mehr Stimmen in der Urne liegen, als es Wahlberechtigte gibt. Da ist die Wahl in jedem Falle nichtig. Dann wäre zu überlegen, ob es dann im Rahmen des Notstandsrechts dort eine Voter-ID per Anordnung des höchsten Gerichts gibt. Das ist auch sehr wahrscheinlich, weil unter falschen Voraussetzungen oder unter gleichen Voraussetzungen anderes Ergebnis zu erzielen, ist die Definition von Wahnsinn. Also man muss die Anfangsbedingungen verändern, damit sich das Ergebnis verändert. Und es würde erfordern, dass eine Voter-ID eingeführt wird. Das würde dazu führen, dass es noch klarer Sieg für Trump gibt. Und in dem Fall, dass nur nachgewiesen kann, dass die Stimmen, die nicht original sind, sondern nachgedruckt, kann man ja mit UV und Infrarotbeleuchtung ziemlich schnell feststellen, aber die Zettel unter so einer Lampe einfach nur durchziehen. Man sieht es eigentlich schon mit dem Auge, dass da was nicht stimmen kann. Und die Zettel kann man gleich nur auf einen separaten Haufen legen. Und das ist auch dann ziemlich schnell nachzuprüfen, dass da genug rausfallen. Und wenn der Abstand dann so groß ist, dass es dann in dem Fall eindeutig ist, kann man die Suche eigentlich erstmal schon vorläufig beenden. Und das würde dazu führen, dass dann im Wesentlichen die daran beteiligten Demokraten auch ihren Sitz verlieren. Eine Beteiligung an einer Verschwörung zur Manipulation der Wahl ist in vielen Fällen mit dem Verlust des Sitzes verbunden. Die Abgeordneten im Repräsentantenhaus genießen zwar Immunität, aber wenn sie sich nachweislich schweren Verbrechen zu Schulden kommen lassen, kann diese Immunität natürlich problemlos aufgehoben werden. Dazu ist natürlich dann die Entscheidung in solchen zuständigen Gericht, das wäre der Supreme Court wäre da wohl zuständig, um einen Abgeordneten die Immunität zu entziehen. Und da stehen dann schon ein paar zur Auswahl, wäre Pelosi, dann Schiff, Feinstein, hatte ich jetzt schon gesagt. Jetzt ist aber noch ein dritter Name aufgetaucht, ich muss das nochmal nachlesen, wie das war. Wie gesagt, ich habe die Nachrichten heute bloß im Kopf dazu abgespeichert, habe ich das nicht bereit. Ich würde es aber dann nachreichen. Zunächst scheint der Fall jetzt erstmal zu eskalieren. Und die Medien versuchen jetzt durch Abschirmung von Medienzugang die Leute im Ungewissen zu lassen. Ich versuche trotzdem über Hintertüren an die Informationen zu kommen und werde die immer kompakt weitergeben und euch also mitteilen, so gut ich also das schaffe. Ihr müsst natürlich auch sehen, ich habe auch noch andere Dinge zu tun. Ich muss auch Leute verteidigen, die in ungerechter Weise von der BRD angefeindet und per Rechtsbeugung, ja, sagen wir mal, geschädigt werden. Und das geht natürlich vor. Ja. Ich muss sehen, dass ich alles unter einen Hut kriege. Das ist nicht immer einfach. So, gut. Ihr wisst ja schon mal, worum es geht. Ihr braucht euch jetzt nicht hier in Panik begeben. Bevor der Supreme Court sein letztes Wort gesprochen hat, ist überhaupt nichts über die Wahl entschieden. Also es ist sicher, dass die Anwälte von Trump vor dem Supreme Court die Anklage erheben werden. Und es gilt dann als sicher mit der jetzigen Aktenlage, dass die Wahl dann wiederholt wird, vermutlich flächendeckend. Und das würde dann dazu führen, dass diesen Bundesstaaten, die an dieser Wahlmanipulation beteiligt worden sind, die Möglichkeit entzogen wird, überhaupt diese Ballots herzustellen. Das würde auch vieles vereinfachen und es wäre dann allerdings zu überlegen, ob man dann eine grundsätzlich neue Art von Wahlprüfungs
Maschinen da anschafft. Das ist eigentlich von einer Ingenieurfirma innerhalb von 2 Monaten zu realisieren, so ein Gerät, was diesen Bildvergleich macht. Also heutzutage kein Problem. Der Algorithmus ist auch nicht schwer, die sind auch bekannt. Also das kann man in 2 Monaten produzieren, in genügender Stückzahl. Das ist heutzutage kein großes Problem. Also wenn man einen Scanner hat, wo man Dokumente, Einzugsscanner, dort eine entsprechende Firmware zu schreiben, beziehungsweise auch ein externes Rechnerprogramm, was die Geräte dort ansteuert, ist heutzutage kein großes Problem. Also wenn man genug Personal hat, die programmieren können und entsprechende Programmierer, die die Aufgaben aufteilen, ist es in 2 Monaten zu schaffen. Und so lange dauert die Analyse. Wir haben ja nach der US-Verfassung wohl bis zum 21. Januar Zeit. Und wenn davor die Entscheidung gefallen ist, dass das Wahlergebnis nicht anzuerkennen ist, dann haben die auch genug Zeit, um die Wahl vorzubereiten. Es müsste ähnlich wie in Deutschland überhaupt erstmal eine Volkszählung gemacht werden. Wer ist denn rechtmäßig Citizen? Und wenn das kommt, würde das natürlich die Anzahl der Wahlberechtigten ziemlich nach unten korrigieren. Und dann wäre auch die Einführung der Voter-ID auf einer sauberen statistischen Grundlage möglich. Ne? Also in den nördlichen Gegenden, also in den sogenannten Swing-Staaten, gibt es keine ordentliche Statistik, wer dort wohnt und wer dort illegal ist. So. Gut, damit das jetzt nicht ewig lang wird, das Video, würde ich das jetzt erstmal beenden und die Nachrichten weiter verfolgen. Wenn es neue Erkenntnisse gibt, würde ich mich natürlich dann melden. Danke mich. Tschüss.